Grüße Gott zu einer neuen Minutenpredigt. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen bei Freunden im Garten oder sonst bei einem schönen Essen und plötzlich kommt eine Frau, die Ihnen unaufgefordert die Haare wäscht, den Bart schert, Ihnen die Füße auch noch säubert und mit einem wohlriechenden und sehr angenehmen Öl massiert. Das ist Jesus im Hause eines Pharisäers passiert. Und zwar von einer Frau, von der man es nun wirklich nicht erwartet hätte, nämlich einer, wie es dort im Evangelium heißt, stadtbekannten Sünderin. Jesus ist von der Demut und von der Fähigkeit dieser Frau, sich selber zu vergessen, so beeindruckt, dass er diese Frau dem Bekannten, dem Pharisäer, dem Hausherrn sozusagen als Beispiel vorhält und sagt, diese Frau hat sich klein gemacht für mich, sie hat sich nicht mehr in den Mittelpunkt gestellt, sie hat sich nicht wichtig genommen, sie hat mich im Grunde um Vergebung für ihre Sünden gebeten. Und deshalb wird ihr, die sie viele Sünden angestellt hat, auch sehr viel vergeben werden. Und darauf kommt es letztlich bei jeder Sündenvergebung auch an. Es kommt nicht darauf an, dass wir uns mit großen Demutsgesten letztlich auch wiederum ins Zentrum stellen, was sind wir für große Sünder, sondern es geht bei der Sündenvergebung darum, dass der Mensch in der Lage ist, sich selbst zu vergessen, einen anderen ins Zentrum zu stellen und diesen anderen dann auch wirklich als Zeichen von Umkehr zu lieben. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Wenn Sie Vergebung, wenn Sie Entschuldigung haben wollen, wollen Sie dann doch wieder im Zentrum sein oder möchten Sie wieder den anderen Menschen oder gar Gott ins Zentrum Ihres Lebens stellen? Bei Gott ist das mitunter auf Dauer jedenfalls schwierig, aber beim Nächsten, bei den Menschen, die uns ja, von Gott an unsere Seite gestellt worden sind, ist das eine Herausforderung. Aber an diesem Punkt entscheidet sich dann letztlich die Vergebung Gottes. Mich selber aus dem Zentrum rausstellen, den anderen und Gott ins Zentrum hineinzusehen, das ist das Geheimnis der Demut. Und dazu sind wir alle eingeladen. In diesem Sinne einen demütigen Sonntag, einen Sonntag, in dem Sie auch mal den Herrgott ins Zentrum stellen.